zusammen. Ja, hier heute beim Pro-Partner-Talk im Norden der Republik, ganz, ganz oben im Norden, zu Gast bei der Dirk-Gruppe mit dem Wolfgang Erk und dem Fabian Erk. Vielleicht stellt ihr euch mal selber kurz vor. Ja, mein Name ist Wolfgang Erk. Ich bin Gesamtgeschäftsführer der Unternehmensgruppe Dirk. Mache das jetzt schon im 30. Jahr mit sehr viel Spaß, mit sehr viel Freude. Und ich werde im Moment nicht müde, weiter diese Unternehmensgruppe weiter aufzubauen und die Innovation weiter mit den vielen helfenden Händen hier im Unternehmen weiter nach vorne zu treiben. Ja, da habe ich sehr viel Freude dran. Sehr schön. Fabian, was ist denn deine Rolle? Deshalb bin ich in der Dirk Direktvertriebs GmbH und leite gemeinsam mit einem Kollegen die Betriebsgesellschaft für Telekommunikation. Das ist so mein erster Part. Und der zweite Part ist, dass ich gemeinsam mit meiner Frau Alisa, Wolfgangs Tochter, in der Gruppe auf Gruppenebene auch viele andere Themen übernehme. Das Ziel ist dabei einfach im Rahmen der Unternehmensnachfolge auch Kenntnisse in allen Bereichen zu erlangen und einfach die Komplexität dieser riesigen Gruppe einfach zu begreifen. Schön, sehr schön. Ja, vor allen Dingen das Alte zu bewahren, ne? Das, was gut war, und das Neue mitzugestalten. Sehr, 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 sehr schöne Rollenverteilung. Wolfgang, ich frage dich mal direkt, weil mich beim letzten Mal so beeindruckt hat, eure Geschichte. Das fand ich ja total cool. Also ich glaube, ihr seid von den Pro-Partnern, die wir haben, zumindest mal der mit der ältesten Historie. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, aber hat mich schon beeindruckt. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wo ihr herkommt. Ja, sehr gerne. Also das Unternehmen hat ihren Ursprung in Kiel 1883. Und jetzt müsste natürlich von allen sofort die Frage kommen, wie 1883. Keine IT, keine Elektrizität, obwohl sie ja schon wurde ja schon experimentell eingesetzt. Aber was habt ihr denn damals gemacht? Und damals haben wir tatsächlich, und das war Technik damals, wir haben uns mit der Vernetzung von und Installation von Wasser- und Gassystemen beschäftigt. Gaslaternen, Städtebeleuchtung, Stadtbeleuchtung. Und wer zu Hause über seinen Esszimmertisch einen Lüster hatte, der mit Gas betrieben wurde, der hatte es geschafft. Und war so. Ja auch schon ein Netzwerk, ne? Also war ja. Okay. Genau, es war auch dann schon ein Netzwerk. Und das war die Technologie. Und dann ging es natürlich immer weiter. Irgendwann war dann die Elektrizität am Start und die damaligen Verantwortlichen haben gesagt, das ist eine Technologie. Auch da war Innovation gefragt, da war eine Technologie und da auf einmal Elektrizität und haben gesagt, das müssen wir unbedingt mit aufnehmen. Und so waren wir dann ganz, ganz, ganz viele Jahre. Heute würde man sagen, tatsächlich wahrscheinlich der Klempner um die Ecke und der Elektroinstallateur. Ja. Und das war ja auch sehr viele Jahre begründet und auch sehr viele Jahre gut so, bis man dann sich Ende der 60er Jahre, du siehst schon, ich mache ganz große Sprünge, damit wir da auch so eine über 100-jährige Firmengeschichte auch nicht zu lange dehnen. Ende der 60er Jahre hat man sich dann von dem Bereich Gas und Wasser getrennt und hat sich dann nur noch auf die Elektrizität gestürzt und da ging es dann sehr schnell. Wir waren so, wenn ich jetzt gerade erzähle, Ende der 60er Jahre, dann ist der Sprung nachher gar nicht mehr so weit. 15 Jahre später und 15 Jahre später haben wir uns dann schon mit Sondertechnologien beschäftigt. Wir waren als Unternehmen ein Elektroinstallationsbetrieb damals zu damaligen Zeit immer so um die 30 Mitarbeiter. Okay. Aber wir waren ansässig mitten in der Kieler Innenstadt aus der Tradition heraus, aus dieser langjährigen Geschichte. Mit den Kieler Unternehmen vernetzt. Da war noch viel Unternehmertum drin, ne? So. Genau, es waren ja die Unternehmen, die man dann so kennt und wie wir die so wahrnehmen heute als Filialisten, die gab es früher nicht. Es waren ja familiengeführte Unternehmen, Kaufhäuser, große Kaufhäuser. Ja. Es gibt ja auch da heute noch in der Historie, wenn man guckt, immer noch große Familiennamen, auch bei Kaufhäusern, die gibt es ja immer noch. Und so war es aber eben auch in Kiel und in Kieler Kaufmannschaft. Man kannte sich natürlich. Und wir haben dort die Elektrotechnik in diesen Unternehmen gemacht, in diesen Kaufhäusern. Und irgendwann wurde die elektronische Kasse eingeführt. Und dann hat man natürlich gesagt, Mensch, ihr macht das da, könnt ihr uns da aber nicht auch unterstützen. Wir haben dann nicht so viel Ahnung von, wir brauchen einen verlässlichen Partner. Und dann haben wir uns dort drauf gestürzt. So als erstes Sondertechnik-Thema.
Und dann ging es nachher auch schon relativ schnell. Dann kamen die Bereiche Vernetzung dazu. Wir kennen heute alle so terminalbasierende Computersysteme mit einem Großrechner. Mhm. So war es ja am Anfang. Ganz andere Vernetzungssysteme. Dann kam die Telekommunikation. Mit Unify habt ihr angefangen, ne? Ihr habt mit Unify angefangen, ne? Wir haben mit Unify angefangen, ganz genau. Wir haben eine Unify-Historie, damals tatsächlich noch auch unter dem Namen Siemens. Mhm. Lief es tatsächlich noch. Und dann ging es natürlich auch einmal sehr schnell. Ende der 80er Jahre mussten wir dann feststellen, wow, da sind so viele Anfragen, da müssen wir uns einfach drauf einstellen. Und wir haben uns dann die Techniker, die Kommunikationselektroniker ins Haus geholt, wir haben uns Ingenieure ins Haus geholt und so, dass wir dann mit den 90er Jahren dann richtig durchgestartet sind. Und dann hat sich natürlich ganz viel getan, dass wir ein IT-Systemhaus dazu geholt haben, ein Haus, das sich mit Dokumentenmanagement und Drucken beschäftigt. Mhm. Ein Unternehmen, das spezialisiert ist, eines unserer Unternehmen mit dem ganzen Thema Load Balancing, Firewalling, Security, all diese Themen. Ja, und heute sind wir hier in Norddeutschland, fühlen wir uns sehr wohl. In Norddeutschland, Hamburg, das ist jetzt unsere Kernregion. Da gibt es eine Achse rüber nach Berlin und dort überall haben wir Niederlassungen. Also wenn ich oben mal anfange, tatsächlich in Flensburg, Kiel, Hamburg und Berlin. Und ja, wir fühlen uns in unserer Haut sehr wohl und bieten heute tatsächlich, so wie man das kennt, 360 Grad, wie es auch unser Slogan ist, IT an. Und ja, du sagst es ja, ihr habt ja sogar noch Elektriker. Das fand ich beeindruckend. Also eben auch zu sagen, nee, ey, wir machen da nicht Ende, alles. So. Ja, genau. Und das ist ja diese Kernzelle, diese Keimzelle, aus der wir mal entstanden sind, die Ursaat nämlich war, die gibt es immer noch. Das ist eine Einheit immer noch von 14 Technikern. Mhm. Und das ist gut, dass wir die haben, weil wir wirklich dem Kunden dann alles auch aus einer Hand bieten. Genau. Ja, die Netzwerksteckdose alleine nützt uns in diesem Zusammenhang dann eben auch nichts. Wir brauchen irgendwie 230 Volt, 240 Volt. Und da müssen wir natürlich mit ran, wenn wir das mit anbieten können und in der Gesamtlösung, dann ist das immer schon sehr einfach für den. Er braucht nicht viel zu koordinieren, weil die Projektleitung hier übernimmt einfach die Koordination, also am Ende von der Steckdose bis zum Server. Ja, ja. Ja, und das ist ja so, ne, wenn wir mal technische Probleme haben, was es ja gibt in der Welt, ne? Das sieht ja immer so easy aus, mit ein bisschen Netzwerkkabel hier stecken und Netzwerkkabel da stecken. Und das ist ja so einfach, ein Switch dazwischen und gut ist, ne? Aber wie oft es Themen gibt, die irgendwo in der Infrastruktur darunter hängen, weil Masse nicht richtig ist oder was auch immer, wo du immer nur sagst, so, ja, die gibt's bis heute, diese Baustellen, ja? Und wenn du eigene Leute hast, die das können, dann bist du zielorientiert unterwegs und findest eine Lösung. Und das ist extrem hilfreich, gerade auch bei den Projekten von heute. Die größten Kunden, die ihr aktuell habt, was ist das so? Was für eine Kundengruppe betreut ihr von bis? Also es ist tatsächlich, dass das wirklich von der Großindustrie geht, anfängt, tatsächlich auch mit sehr großen Systemen, wo wir da auch bis zu 14.000 Teilnehmer bedienen. Wow. Es geht über Stadtverwaltung, große Stadtverwaltung, Versicherung, Banken, große Krankenhausverbünde, die wir dann genau betreuen. Das ist schon sehr, sehr, sehr komplex. Und da haben wir uns auch in den Jahren, in diesen vielen Jahren, auch wir selber extrem entwickelt. Das ist ja das Besondere an eurer Historie auch, ne? Also irgendwie so eine Company mal eben ins Leben zu rufen und durch die Decke zu gehen, das kriegt man heute hin. Viele davon sind allerdings auch so wieder verschwunden. Und bei euch finde ich persönlich schon beeindruckend zu sehen, wie lange seid ihr schon dabei, wie oft habt ihr euch neu erfunden, ne, und neue Dinge dazugepackt. Du hast vorhin so schön auf den Punkt gebracht, um eben auch Spaß zu haben, also um weiterhin diesen Job machen zu können und weiterhin Kunden bedienen zu können und tolle Projekte rocken zu können. Und das, was mich bei euch am allermeisten beeindruckt hat, sind so eure Schritte, die dann kamen. Wenn ich so Kommunikation angucke, wir haben ja das Thema Cloud ist ja für uns in der Telekommunikation am Anfang erst so distanziert betrachtet worden. Also viele haben ja gesagt, oh, Cloud, brauchen wir das wirklich und ist das gut und ist das überhaupt sicher oder nicht? Und ich fand euren Ansatz total gut, eben zu sagen, wir gucken uns das mal an. Wie war das denn bei euch? Ja, ich war natürlich genauso skeptisch als der Vertrieb
zu mir kam, als Fabian und seine Kollegen zu mir kamen und irgendwann dann zu mir sagten, wir brauchen eine Cloud oder zumindest eine Cloud-Lösung. Und dann habe ich mir das angehört das kann es so, aber in der Form jetzt nicht sein. Ja, wir sind gedanklich 6-7 Jahre zurück ab heute, wenn man so, ja, diese, und das kann es nicht sein. Da muss was anderes her. Und dann haben wir uns den Markt einfach angeschaut und das hat tatsächlich auch noch dann sicherlich noch mal 12 Monate gedauert, bis wir dann diese Idee hatten, mit der Kieler Universität ein Projekt aufzusetzen mit der studentischen Unternehmensberatung hier in Kiel, wo wir uns erstmal als Unternehmen vorgestellt haben, wer wir sind. Und wir hatten Studenten aus allen unterschiedlichen Bereichen. Da waren Juristen bei, da waren Betriebswirte dabei, da waren junge angehende Ingenieure dabei. Denen haben wir unser Anliegen erzählt. Ich habe einmal am Anfang präsentiert, was möchten wir, wo wollen wir hin? Und es ging einfach darum, wir wollen eine Cloud bauen, entwickeln, wir wollen sie selber entwickeln. Aber ihr seid die Menschen der Zukunft, die damit arbeiten. Und wir wollen euch nicht ein System, ich nenne das jetzt mal so, aufzwingen, sondern wir wollen ein System entwickeln, das ihr als Anwender gut findet. Ja. So, und das ist ein ganz anderer Denkansatz gewesen. Absolut. Und da kam ganz viel bei raus, dass wir dann die Anforderungen gestellt bekommen haben, bis zum Logo, wie das Telefon aussehen soll, was man sich so vorstellt. Und das war wirklich toll. Das hat wirklich Spaß gebracht, auf diese Präsentation und auch mit den Studenten zusammenzuarbeiten. Und diese Arbeitsgruppe, die das dann hier auch geführt hat und mir dann auch wieder präsentiert hat. Das war dann schön. Zwischendurch habe ich mich völlig rausgehalten. Ja. Ich wollte wirklich ein Ergebnis sehen. Und das hat mich dann so gefreut und so viel Spaß gebracht. Ja, dass wir dann gleich in die Arbeit gegangen sind. Und dann haben wir natürlich tatsächlich geschaut, wie können wir es realisieren? Wie müssen wir es realisieren? Was passt am besten zu uns? Und dann kam natürlich auch für uns auf einmal Innovation ins Spiel. Und was ich ja so witzig finde, weil wir ja typischerweise gar nicht aus dem Cloud-Markt kommen, aber genau. Ja, genau. Ja, aber das war dann für uns nach einigen anderen Versuchen, wir haben ja dann einige Systeme parallel getestet. Wie können wir diese Anforderungen am besten abbilden? Was passiert da jetzt eigentlich? Und dann sind wir zu Innovafon gekommen und dort sind wir auch offene Ohren gestoßen. Und eine schöne Kooperation sich entwickelt mit den Ideen, mit den Gedanken und ja, sehr, sehr innovativ. Und da haben wir natürlich auch ganz, ganz viel Spaß, dass wir so einer starken Partnerschaft auch mittlerweile unterwegs sind, die sich ja auch über die Jahre sehr gefestigt hat. Bis jetzt einfach nur schön, also vertrauensvoll und langfristig, also auch das. Die hanseatischen Werte kann man da ganz klar erkennen, finde ich persönlich total beeindruckend. Und was mich noch am allermeisten beeindruckt hat, war, wie ihr das dann umgesetzt habt. Jetzt habe ich noch so einen Nachhaltigkeitsfimmel und wenn ich dann gesehen habe, wie ihr das Rechenzentrum gemacht habt und dass ihr da irgendwie, also das sprengt jetzt den Rahmen hier heute, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, da werden wir mal einen Let's Talk von machen, ich fahre da mal hin und gucke mir das mal an. Aber dann baut ihr da auch noch so ein Rechenzentrum, wo das betrieben wird, was irgendwie ultramodern ist, was auf Ökologie pur gebaut ist, was irgendwie mehr Energie abwirft, als es verbraucht, wo Algen produziert werden und was weiß ich nicht alles. Ich war schlichtweg beeindruckt. Freue mich auch schon darauf, da einen Let's Talk drüber zu machen. Aber ich glaube, in diesem Rahmen heute sprengt es den. Von daher frage ich einfach mal Richtung Fabian, wo geht denn die Reise hin bei euch jetzt? Also wenn ihr so ein bisschen in die Glaskugel guckt, wo wollt ihr euch denn jetzt hin entwickeln? Du hast ja eigentlich schon zwei ganz wesentliche Aspekte angesprochen. Früher oder gerade als wir angefangen haben, uns mit dem Thema Cloud-Technologien auseinanderzusetzen, haben wir natürlich ganz häufig diese Skepsis gegenüber Cloud-Lösungen gespürt. Und deswegen ist uns einfach der Aspekt des Datenschutzes, der ohnehin für alle Unternehmen ganz wichtig geworden ist in den letzten Jahren, ja, für uns natürlich auch ganz zentral. Mittlerweile sind wir zertifiziert als Cloud Service Made in Germany. All unsere Produkte, die wir aus der Cloud anbieten, laufen auf deutschen Servern in deutschen Rechenzentren. Mhm. Die sind entsprechend ISO zertifiziert und damit erfüllen wir einfach höchsten Qualitätsanspruch und höchste Qualitätsanforderungen und können
das einfach immer wieder auch als Argument nehmen, um den Menschen und unseren Kunden einfach die Angst davor zu nehmen, dass Produkte, die von der Cloud aus betrieben werden, hinsichtlich des Datenschutzes oder generell der Sicherheit, eigentlich einen viel größeren Vorteil haben. Das ist auch direkt der nächste Punkt, also Cyber Security. Man hört es immer wieder in den Medien derzeit, dass große Unternehmen von großen Attacken betroffen sind. Und in der Regel sind die Rechenzentren und wie die Server geschützt sind, das funktioniert in der Regel viel besser als gerade bei kleinen mittelständischen Unternehmen, die eigene interne On-Premise-Lösung, die ist da in letzter Konsequenz viel mehr gefährdet. Das sind so die zentralen Punkte, also Datenschutz. Nachhaltigkeit ist der nächste Aspekt, da hast du es gerade auch schon schön angesprochen. Das ist natürlich ein ganz tolles, innovatives Projekt mit einem CO2-positiven Rechenzentrum. Und damit haben wir natürlich auch die Lösung, nicht nur unsere Telefonie-Cloud, sondern auch weitere Produkte, die wir aus der Cloud anbieten, die dann in letzter Konsequenz auch als Managed Service komplett aus einem deutschen, zertifizierten, komplett sicheren und vor allem nachhaltig betriebenen Rechenzentrum geliefert werden können. Und ihr habt ja nicht nur, ich würde da sogar noch ein bisschen lokaler runtergehen, ihr habt ja nicht nur irgendwo in Deutschland, sondern auch das macht ihr ja lokal. Ich denke, das macht ja auch etwas, ne, mit den Menschen auch wirklich. Was ist Rechenzentrum? Naja, das ist ja so steril, so anonym, aber ihr seid ja zum Anfassen. Also auch das, was ihr da gebaut habt, ist ja zum Anfassen. Das ist ja, da kann man hinfahren. Und das ist für mich was, wo ich... Man kann sehen, ja. Genau, Entschuldigung. Ja, ja, genau, genau das. Man kann das sehen, man kann mit den Menschen sprechen, weil dahinter sind ja auch immer Menschen. Ihr habt mir von demjenigen erzählt, der das ins Leben gerufen hat auch. Der hat ja auch eine Vision gehabt und ein Ziel gehabt und wo ich nur denke, wie cool, ja, da finden sich Leute, die gemeinsam einerseits das jetzt schon gut können, ja, aber die Zukunft mitgestalten wollen, die reden miteinander. Da lässt man sich beraten von jungen Leuten, die sagen, was wollen denn die Kunden, was wollt ihr denn? Beeindruckt mich sehr, dass ihr da so flexibel seid und ich hoffe, dass wir noch lange miteinander reisen können und dass wir weiterhin so vertrauensvoll miteinander arbeiten. Für heute sage ich danke, wir werden uns bestimmt nochmal wiedersehen. Danke an euch und bis zum nächsten Mal. Danke, lieber Lars, auch an dich für das tolle Interview und bis zum nächsten Mal, Lars. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.